Gut, als nächstes suche ich die Ebene hier nach einem Felinen ab. Ich denke mir mal, diese Stelle mit dem Pflanzenfresserei dürfte ganz gut sein, um da irgendwas zu verstecken, aber hier ist er nicht. Gut, so viel dazu. Ist er hier irgendwo auf dem freien Feld? Nicht, dass ich sehen würde. Gut, dann rennen wir mal in Richtung Barrot-Nest. Auch niemand. Obwohl die doch angeblich alle mit dem Barrot zu tun haben. Aber da hinten. Ist das wieder einer von denen? Ja, da ist einer von denen. Wie steige ich mich am besten an den an? Okay, er dreht uns gerade den Rücken zu. Verdammt! Zu langsam gewesen. Warum kann ich jetzt wieder die ganze Karte nach dem Vieh absuchen? Okay, keine Ahnung, was das war. Muss ich auch nicht wissen. Na, guck mal einen an. Wieder dieser regenbogenfarbige Käfer. Prisma, Herr Gudrom. Falls irgendwen interessiert, wo ich den her habe, daher. Ich stand rum und wollte diesen Käfer sammeln und habe dann gesagt, okay, ich komme nicht ran, probiere es mal mit dem Netz. Und schwupp, ist mir aufgefallen, dass ich Haustiere haben kann. Na nee, da ist ein Ausrufezeichen. Warum ist das denn da? Vor allem, wo ist das? Seid ihr wenigstens Plus-Plus-Wespen? Monsterbrühe. Hm. Ist nicht dein Ernst, oder? Ist er das wieder? Wie sieht es denn mit deiner Explosion hier mitten im Wasser aus? Hm? Kannst du mir das mal verraten? Habe ich eben im Livestream zum ersten Mal gefunden. Und im Prinzip stand nur eins fest, ich brauche Spurenteile, sonst was. Alles, was ich kriegen kann von ihm. Einfach nur... weil Explosionselement. Und das ist das, was mein Element ist in diesen Spielen.
Nicht Eis, nicht Feuer, nicht Wasser, nicht gar nicht Explosion. Aufsteigen habe ich vorhin nicht geschafft, glaube ich. Ich wusste auch nicht, ob das möglich ist, so wie er explodiert die ganze Zeit. Weil guck dir das mal an, der muss ja nur sich bewegen und schon. Come on! Bam! Und hier unten, habe ich mittlerweile festgestellt, ist er am verwundbarsten, habe ich so den Eindruck. Also rauf da. Ach, scheiße, ich mach Ohrstöpsel. Mit der Lebensversicherung. Ich war darauf übrigens nicht vorbereitet. Auch wenn es so ein Running Gag bei uns beiden, dass ich nicht darauf vorbereitet bin, ihm zu begegnen. Weg, 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 weg! Scheiße! Na, jetzt komm! Zampado! Weg. Ich denke jedes Mal, da landet eine Razzia, wenn ich die beiden drei da sehe auf einem Haufen. Ohoho. Zeit für ein Nickkätzchen? Willst du mich jetzt einfach alleine lassen? Ja, ich bin mir dessen ziemlich bewusst, dass ich den hier wahrscheinlich nicht mal eben so kaputt machen werde. Aber wer weiß. Halte dich im Auge, Kumpel. Yay! Nidatoris Stufe. Scheiße. Ich dachte, ich hätte jetzt hier den, ich nenne nur einfach mal Beetlejuice. Hallo, gerade keine Lust auf dich. Du bist irgendwie so klein im Vergleich zu dem anderen. Ich fängt an zu heulen, weil es kommt denn nicht auf die Größe an, aber egal. Ja, warum nicht? Nimm die Barottspuren mit. Wir müssen eh Katzen finden. Ernsthaft? Da komme ich nicht rauf. Was man nicht alles tut, um Razzianspuren zu finden. Also, Objekttruhe, Objekte verwalten, bla 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 und ja. Damit dieses wahnsinnig irritierende Ausrufezeichen mal von der Karte verschwindet, werde ich mich mal kurz Wetzfisch, okay. Zwar unbrauchbar, jetzt wo wir die Wetzsteine haben, aber egal. Hallo! Hallo! Ich habe auf dich gewartet. Bereit, deine Fähigkeiten zu testen?
Versuch mal hier einen Sushi-Fisch für mich zu fangen. Man findet sie überall in der neuen Welt. Meinen alten Vater geht's in letzter Zeit nicht so gut. Es würde ihm helfen, wenn du mir einen Sushi-Fisch-Schuppe besorgst. Aha. Okay. Drei, zwei, eins, meins. Hab die Schuppe. Bring ich dir später. Ja, man könnte jetzt eine Angel benutzen. Aber da ist die Fangwahrscheinlichkeit viel geringer. Finde ich. Außerdem ist das für mich immer noch Monster Hunter, nicht Angelsimulator. Nee, euch suche ich nur nicht gerade. Ich suche zwei Dinge. Streunende Katzen und dieses riesengroße Bombenvieh. Und beides scheint sich gleich gut verstecken zu können. Hallo Diabolos. Tschüss Diabolos. Diabolos, komm mal zurück, ich brauche deine Hörner für Ohrstöpsel. Offen gesagt, ich weiß nicht, wie du überhaupt auf Schockfallen so empfindlich reagieren kannst. Ich meine, bei all dem Stein, der so an dir dran ist. Hey Diabolos, hier will jemand dein Gebiet haben. Los, auf ihn. Zack, 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 zack. Komm, wir gehen in die Richtung des Diabolos. Der wird dich bestimmt fertig machen. Ganz bestimmt. Du bist heute so zahm. Oder auch nicht, okay. Oh, 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 das hat aber gesessen jetzt. Wovon? Was, wie, wer? Was, wie? Nein. 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 Das kannst du doch nicht machen. Ist der Diabolos da gerade von unten hochgekommen oder was war das? Weil er hat doch nur geschrien. Das war auch keine Explosion. Das muss wohl der Diabolos gewesen sein, oder? Klasse Sache. Oh, ist da oben Geronimo? Dann müssen wir den unbedingt abholen. Genau, kloppt euch da vorne mal kurz eine Weile. Ich bin gleich da. Dauert nicht lange. Es ist Geronimo. Gut, komm mal mit, Geronimo. Nee, es ist Fido. Er ist genauso gut. Stimmt ja, ich habe mittlerweile mehr als eine Gildenkarte. Ist mir jetzt auf wen sauer? Gehen die beiden aufeinander los oder wollen die beide auf mich? Ist auf jeden Fall ein Beast Wars schon lange nicht mehr da gewesen. Ausmaßes willst du mich verarschen. Weißt du, erst erwischt mich ein Flügel, indem er durch den Felsen durchklippt. Und dann bohrt sich der Diabolos direkt zu mir rauf. Runde 4. Okay, schlau würde ich mich mal von diesem Viecher fernhalten.
gesessen. Wieso rennst du mir jetzt eigentlich hinterher? Ich habe nichts gemacht. Stehe, weil das Mistvieh schon wieder abgehauen ist. Frage ist, wohin? Nein, ich weiß nicht, was ich hier gerade mache. Aber streng genommen bin ich immer noch der Meinung, dass ich keine Chance gegen das Vieh habe. Von daher sollte ich vielleicht woanders langlaufen. Aber da wir gerade sowieso am Suchen sind, warum nicht? Vielleicht läuft er durch die Giftlache und ist zufällig giftempfindlich. Okay, er ist einmal durchgelatscht und er ist vergiftet. Dann hat gleich noch eine Lache. Das da gehört mir. Mhm, eine Schuppe. Ja, manchmal ist ein Kreisrennen wirklich die beste Methode. Und wieder durch die Lache. Er passt einfach nicht auf, wo er hintritt. Oh, ich könnte noch eine dritte aufmachen. Und wieder durch die Lache. Heiße Scheiße. Und jetzt soll ich hier ganz schnell verschwinden. Wenn ich damit diesen blöden Katzen einheize, das war's wäre. Okay, ich glaube mittlerweile ist alles Gift versickert und gut, die Katzen leben immer noch, schade. Jedes Mal direkt rein. Heiß, heiß, heiß. Ich lieber mal mit der feuerfesten Rüstung gegen ihn antreten. Okay, er fliegt in die Richtung. Kann ich auch. Haltet nebenbei weiter Ausschau nach Katzen. So, gibt es hier neue Giftlachen, die ich benutzen kann? Nicht wirklich.
Dreh dich mal um. Mitten in der Luft ohnmächtig geworden. Muss mir erstmal jemand nachmachen. Passiert wahrscheinlich ständig, aber egal. Nee, warum sollten wir auch Geronimo einfach so abholen können? Dann müssen wir erstmal hier wieder im Kreis laufen. An dem Diabolos vorbei. Weil warum nicht? Ist ja gar nicht Geronimo, fällt mir gerade wieder ein. So, Filou, weiter geht's. Ich würde jetzt darüber lachen, dass diese Viecher als Bedrohung anerkannt werden, aber blöderweise haben sie mich schon ein paar Mal umgelegt, von daher, ja. Lassen wir ihnen den Ruhm. Jetzt ist er jetzt abgehauen oder was? Ne, da ist er. Fußspuren von irgendwo. Ja, wahrscheinlich überall, aber wo genau? Mir war so, als wäre das früher mal so gewesen. Dass man im Wasser sich rollen konnte, um halt auch gelöscht zu werden mit einmal rollen. Brutal! Diabolos wird. Okay, soll er abhauen, ist mir egal. Habe ich nichts von, wenn er hier bleibt. Er will ja nicht mit ihm hier kämpfen. Das war ich nicht, waren die Feline. Boah, geil. Hab ihn zu Fall gebracht. Nicht so geil, ich wurde übermütig und sollte vielleicht aus dem Weg gehen, bevor ich aufs Maul kriege. Da gerade abgebrochen. Alter Falter. Erwischt? Nö, hab ich nicht. Waffe weg, rollen.
Der will aber auch ums Verrecken nicht das Gebiet wechseln, ne? Warum nochmal waren wir hier? Ach ja, richtig, Katzen. Ja, ja, danke für die Erinnerung. Okay, jetzt zieht aufs Feld weiter. Okay, hier auf dem offenen Feld, na, wenn er meint. Die armen Kelbis, ey. Na, das sehe ich nicht so. Das Gute ist, wenn er mich hier umlegt, ist das Lager direkt vorm Kampfplatz. Das Blöde ist, dass Filou jetzt nicht so ganz da ist. Oder doch? Ah, da hinten ist er. Und es bümbelt wieder. Bruchlandung. Dieser verdammte Fischer irritiert mich jedes Mal. Und ich weiß offen gesagt auch gerade nicht mehr, was mich zum Explodieren bringt. Ob es irgendwas ist, was er da hingelegt hat, ob er mich mit dem Schwanz trifft oder weiß ich was. Okay, Feststellung, Ausdauer ist gerade scheißegal. Nö, wir sollen jetzt hin. Das ist ein verdammtes Minenfeld. Hey, Penner! Einer dieser Feline? Weil der war grün. Yay, yeah, ich habe einen Schwanz abgeschlagen. So, kein Schwert oder da, also würde mich keiner daran hindern, mal eben das Ding auszunehmen. Außer er. Ja genau, verzieh dich doch. Jetzt haben wir nur wieder hier? Nee. Wo ist denn jetzt hin? Oh, hat den Ort verlassen. Gut, dann können wir uns jetzt wieder den Katzen widmen. Immerhin habe ich den Schwanz mitgenommen. Ah, Schwein gehabt. Naja, es wird mehr. Beim letzten Mal einen Haufen Schuppen, diesmal sogar schon den Schwanz. Vielleicht kriegen wir beim nächsten Mal schon kleinen, aber da sollte ich dann vielleicht feuerfeste Rüstung mitnehmen. Wobei das ja nie geplant ist, dass er uns über den Weg läuft. Das passiert einfach.